Heimspiel wird Ihnen präsentiert vom Hotel Drei Linden und vom Restaurant zum Pferdestall. Neben mir begrüße ich recht herzlich Tomislav Pipelica, auch von seinen Fans liebevoll genannt Pippi. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Schön, dass du da bist. Was treibt dich denn eigentlich so nach Leipzig? Ja, das war Zufall. Das war nachdem meinem nie verlängerten Vertrag in Cottbus. Das Jahr habe ich hier gelandet. Das ist auch Timo Rotz schuld, weil er hat mir über Leipzig alles schön gesagt und geredet. Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Was machst du momentan? Ich bin Torwarttrainer und Co-Trainer bei Nationalmannschaft Bosnien und Herzegowina und bin in Makrenstedt Torwarttrainer bei Nachwuchs und ich bin noch aktiv bei Eilenburg. Beim FC Eilenburg, Landesliga? Ja. Wie bist du dazu gekommen, da nochmal zwischen die Pfosten zu gehen? Ja, das Guido Schäfer hat über mich ein Interview geschrieben und das hat gesagt, dass ich bin so fit wie einer von 25-Jährigen. Und dann diese erste Torwart hat sich verletzt bei Eilenburg und der Präsident wollte mich unbedingt, hat mich fast jeden Tag angerufen und gefragt, kommst du nach Eilenburg? Ich habe ihn ein paar Mal abgesagt und am Ende bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Macht mir riesen Spaß. Wir haben super Bedingungen, super Mannschaft und ich denke, dass wir noch Klasse halten und dann nächstes Jahr ein bisschen was neu aufbauen und dann wird noch mehr Spaß. Wie sieht es aus mit der Nationalmannschaft? Wie steht ihr da momentan? Wir sind Erster und vor den Griechen. Grieche hat 3 Punkte weniger als wir und wir haben bessere Tordifferenz. Das heißt, wir sind ja in einem Vorteil, aber wir haben noch 5 Spiele. Das heißt, das liegt alles in unseren Händen und wir sind optimistisch, dass wir nächstes Jahr in Brasilien. Oh, das ist natürlich ein großes Ziel. Und als Erster jetzt momentan, was machst du dann dort genau in der Mannschaft? Ja, ich bin Torwarttrainer und Co-Trainer. Das heißt, die machen mit heute alles und mit ganzer Mannschaft mehr diese Stabi-Sache und Kondition. Und das funktioniert sehr gut, weil dass die bei der Sache Kondition, dass die Spieler machen nie gerne, aber durch meine Bekannte, ja, dass sie machen mehr mit Spaß und so und dann die machen alles gerne und ich denke, dass wir sind in sehr guten Weg, dass die unsere Ziele erreichen, aber das heißt Brasilien. Wir haben heute gesehen schon, dass du sehr fit bist, also du hast recht gehabt bei Eilenburg, die waren wahrscheinlich richtig an der richtigen Stelle, als sie dich geholt haben. Du hast heute hier Torwarttraining gemacht, wen hast du heute trainiert? Ja, Benny, ich finde ihn sehr, sehr menschlich sehr gut und er ist ein super Typ und ich will ihm helfen und denke, dass mit seinem Ehrgeiz und so, das hat keine vernünftige Chance bekommen und ich wollte ihm in diesem Fall helfen. Also wir reden hier von Benjamin Lovens, der derzeit bei Lok Leipzig unter Vertrag steht. Was hat er denn für ein Potenzial von deiner Sicht? Ja, aber das Problem bei, nicht nur hier, überall ist Problem Torwarttrainer, will nie jeder das machen. Das ist anstrengende Arbeit und musst du viel Kraft investieren und können auch. Und die vielen Vereine denken, dass die brauchen keine super Torwarttrainer oder erfahrene Torwarttrainer, das musst du auch bezahlen. Und sieht bei die vielen Mannschaften, wer hat super Torwarttrainer oder Trainer, wo hat Fußball gespielt, wie Gladbach und die alle anderen, das siehst du schon Erfolg und das in Deutschland gibt es super talentierte Torhüter und das ist schade hier in Ostdeutschland, dass wir aber keine vernünftigen Torwarttrainer. Und welches Potenzial hat Benny? Er ist ja 25 Jahre, wie siehst du das? Ich sehe, dass er 100% das kann Regionalliga spielen, aber das, was ich habe vorher gesagt, das braucht Training, ohne Training. Torwart ist eine, Fußball ist Mannschaftssport, aber Torwart ist Einzelkämpfer und ich denke, das ist wichtig, dass er diese Unterstützung von Trainer hat. Und wenn ein Torwart merkt, dass das Trainer steht hinter ihm, und das wird für ihn ganz leichter. Und ich denke, das ist Benny ein Typ, wo eigentlich braucht jemand hinter sich. Und ich bin optimistisch, dass er es schafft. Du sprachst gerade ganz kurz von Borussia Mönchengladbach. Sagt dir Aschani noch der Name was? Aschani?
Nee. Saison 2001, 2002, da hattest du mal einen tollen Pokal bekommen, und zwar den Raab der Woche. Kannst du dich erinnern? Ja, aber das ist von Witteschek. Witteschek, das ist dieser abgefälschte Ball, wo er reingekommen ist. Aber das ist die Sache, wo jeder Torwart muss mit diesen Fehlern können leben. Und wenn sich jemand beschäftigt lange mit Fehlern, er hat keine Chance. Wirst du darauf nochmal angesprochen, so in der, wenn du mal interviewt wirst? Ja, wird schon oft, aber störe mir das nicht, weil ich weiß, was ich habe in meiner Karriere geleistet, was ich habe geschafft mit einem kleinen Cottbus, was wir haben alles gereicht und mit Nationalmannschaft U20 Weltmeister geworden und jetzt Torwarttrainer bei Nationalmannschaft und so. Das macht mir meine Karriere stolz und ja, wie gesagt, mit diesen Fehlern und mit den Sachen musst du leben können und ich kann sehr gut mit diesen leben. Fehler machen den Menschen auch sympathisch und das bist du auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du bei uns heute warst. Und wir wünschen natürlich Pipi alles Gute für die weitere Zukunft. Danke.